Kult des Landes. Wir haben sie befreundet, ich kann da 70 Karten holen. Ich kehre mich zum Erkult, ich werde deinen Lernfall folgen. Du kriegst erst mit der Farbe, und zwar grün. Ich nehme hier alle grünen. Und nehme an und. Danke, dass du da bist. Ja, beten wir, das passiert uns wieder. Dich habe ich ganz vergessen. Du kriegst eine grüne Farbe. Noch einer vielleicht. Muss arbeiten. So, Tempelaltar BDX und dann Predigt. Sieht man nicht. Meine Schafe, ihr seid gezwungen, mir zu huldigen. Nekromantenwaffen. Von 35. Das nächste. Ja. Ich darf eine neue Doktrin verkünden. Arbeiten bieten. Wird Großanführer geliebt oder gefürchtet? Geliebt. Führe einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Er setzt das Segnen. Schüchtere einen Anhänger ein, um seine Loyalität leicht zu erhöhen, um ihn auch 2 Tage lang plus 10 Härte arbeiten zu lassen. Inspiration! Rituale! Opfer einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten freizuschalten. Nee. Müssen 3 Tage nichts essen? Nee. Lasst uns tanzen! Bin schon seltsam genug. Hab ich noch was für der Krone? Hatte ich schon. Und danke, dass ihr hier wart. Ich muss euch wieder eure Kacke wegräumen, richtig? Nein, frisch auf. Aber ein Kleckenholz, in dem ich nur auf den Kopf gehen kann. Ich wollte was bauen. Ich brauche 10 Steine. Häuser kann ich auch nicht bauen. Den Glauben kann ich auch nichts bauen, weil ich 2 Steine brauche. Vielleicht brauchen wir einen Stonehenge. Ist zwar sinnlos, weil ich jetzt 2 Steine verhaune, aber. Oh, anscheinend bei 2 Betten. Der kann auch.
Regeneration freigeschaltet. Nächste Stage. Da habe ich eine schöne Auswahl. Oh Gott, habe ich eine Auswahl. Toilettenhäuschen. Was? Weitere Ressourcen zu was anderem. Ich kann die Tür freischalten. Das heißt, in einem Speedrun wäre es mir jetzt erstmal scheißegal, was mit meinem Anhänger passiert. In einem Speedrun. Aber wir spielen ja jetzt hier normal und da müsste ich nochmal gucken, ob ich hier was Gutes tun kann für die Leute. Sowas wie Reisen. Zum Fischer zum Beispiel. Kann ich hier irgendwo Stein klauen? Was wollte er denn jetzt? Nein, danke. Mir egal, danke. Ich will hier raus. Du hattest mir irgendwas gesagt. Ich war in der Höhle des Midas, um mir die Statuensammlung anzusehen. Als ich hindurchstand, da dachte ich, eine davon zu flüstern zu hören. Aber es ist unmöglich, oder? Es sind nur Statuen. Ja. Total unmöglich. Führe uns. Und zwar nicht in Versuchung. Mal gucken. Komm, stopp, Langstatue. Ja, ich danke. Mach doch noch einen Tintenfisch. Tintenfisch. Ach komm. Nee. Eigentlich habe ich keine Lust mehr zu fischen, aber egal. Schon wieder nach. Lavaboden. Okay. Nimm ich mit. So, unser Angler hat zwei Tintenfische. Ah, der schwer zu fassende Tintenfisch. Wunderbar. Hier, nimm das. Ich habe etwa 50 Fahren rausgefischt. Ich kann das nicht gebrauchen. Okay, ich kann das gebrauchen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Du bist ein Ast mit der Angelrute. Was mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du halten kannst, kaufe ich die Dinger. Wenn die Ausbeute mau ist, verkaufe ich sie. Okay. Ja, aber egal, ich brauche einfach nur Stein. Habe ich hier noch irgendwo Stein? Nein. Habe ich hier noch irgendwo Stein? In der einsamen Hütte. Auch kein Stein. Jetzt Holz. Vater drin.
eine Schnecke. Leider kein Stein. Wo kann das sein? Sobald ich kann, baue ich hier ein Klo irgendwann. Aber erstmal muss ich wieder los und... Kann ich den Stein abbauen? Nein. Mal gucken, ob ich Stein finde hier. Hier sind keine Sternchen dran, da sind keine Sternchen dran. Wer bist du? Klunko und Bob. Hallo, kleines Lamm. Freut uns, dich an so einem gefährlichen Ort zu sehen. Ich bin Klunko, das ist Bob. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Rattau, um die ganze Nacht zu zechen und zu würfeln. Das wird eine ordentliche Party. Rattau und die anderen wissen, dass ich es beim Wetten manchmal übertreibe. Letztes Mal habe ich gewettet und meine Hand verloren. Das nenne ich mal eine schlechte Hand, haha. Es war zum Schreien, ich gewinne sie aber zurück. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Du scheinst hart im Nemo recht und risikofreundlich zu sein. Perfekt für Astragalion. Ja, mal gucken. Ich hole mir erstmal eine Karte. Alter, jetzt tut jetzt her. Das auf dem Boden verteilt werden kann. Ja, danke. Und eine Tarotkarte. 20% Chance beim Töten eines Gegners ein Herz erhalten. Das nehme ich gerne mit. Und sieh mir das. Die Statue eines mächtigen Namens. Aber bevor ich jetzt gehe, habe ich noch einen Raum übersprungen. Okay. Die Statue gibt dir Folgendes. Ja, danke. Ich kann hier auch noch Geld klauen. Ist jetzt aber nicht schlecht für mein Karma, ja? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier noch Geld kriege, nachdem ich Geld bezahlt habe. Stein brauche ich, danke. Gold und Stein nehme ich auch gerne. Jetzt gehe ich auf Prügelei aus.
Kalama. Dein Freund Rathor war das letzte Gefäß, das uns gegen Kampf geschickt wurde, der unterwürfige Feigling. Und es gab unzählige von ihnen, die gleichsam unwürdig waren. Nicht erniedrigt zu sein wie Krankheiten. Ich bringe eine Plage mit deinem Kult. Das ist mir egal. Soll ich doch bitte in der Gebärm heilen? Ich hab den Raum übersehen. Hätte ich den nochmal übersehen? Okay, dann baue ich gleich eine Steinmine und dann habe ich das auch schon hinter mir. Horch bloß auf dein Herz, denn du findest dort einen ganz wahrhaften Wind. Ja, ist mir egal. Ambrosia. Blaupausen. Marke Pa. Hasse Paula. Und Ambrosia. Wenn ich Gift hab, erhält sich das am anderthalb. In anderen Runs. Okay, gut. Brauchen es besser zu haben. Andersrum. Ein bisschen Hingabe, danke. Wie ich nicht aus der Ecke rauskam gerade.
das sieht gut aus. Ein fähiger Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt werden kann. In göttliche Explosionen. Jetzt habe ich dieses ganze Finger verbraucht, oder was? Hier zur Pilgerpassage. Ja, kommt. Da ist nichts. Hier ist was Schwertiges. Mehr Schaden, weniger Angriffstempo. Danke. Okay.